Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Mass Effect. Die Legendary Edition, in Klammern Mass Effect 1 natürlich noch. Und immer noch bei 1 stehen geblieben. Und dann machen wir jetzt natürlich weiter. Wir müssen zur Anhörung, wir müssen unsere Beweise, was auf Eden Prime passiert ist, alles müssen wir gleich alles preisgeben. Wir haben mit ihm hier gesprochen, mit dem kleinen Zwerg, glaube ich. Ich habe mit ihm auch gesprochen. Entschuldigung. Ich muss noch üben mit der Steuerung, es tut mir leid. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volos-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Okay. Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren. Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volos. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volos zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elkor und Volos keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volos-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling. Ja, ist ja gut. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschenkommander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke.
Sie können Ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Okay. Und du bist, du kleine Spinne, mit dir kann man nicht reden, okay. Gut, ja, dann lassen wir weitermachen. Wie viele Dialoge hier aber jetzt gibt, ne? Allein wenn ich schon da. Was sind das? Und hab ich hier Merkpunkte angesetzt? Das ist ein Sinn, dass ich da hinten. Keine Ahnung. Dann habe ich einen Grund gehabt, den da hinzusetzen. Weiß es nicht mehr. Ah ja, stimmt. Lehrtest über Sprinten. Ah. Ich bin Ihre Führerin. Oh. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Sehr schön. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Ich möchte mehr über die Zitadell-Sicherheit wissen. Die Zitadell-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Zitadell-Regionen, auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Executor Palin, ein Turianer, leitet die Zitadell-Sicherheit im Moment, aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadell-Raums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadell-Sicherheit gegenüber der Lobby. Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadell-Sektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadell-Sektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren. Gegen viele Vorbehalte. Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadell-Sektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Und Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? In den Jahren nach der Gründung des Rates waren die Volus, neben den Asari und den Salarianern, die bevölkerungsreichste und verbreitetste Spezies im Zitadellraum. Sie haben viele neue Kolonien und Handelsposten gegründet und den Rat um eine größere Rolle in Bezug auf die interstellare Politik gebeten. Als Anerkennung für ihre Arbeit bei der Verbreitung des interstellaren Handels und der Stabilisierung einer standardisierten galaktischen Ökonomie erhielten sie eine Botschaft hier auf Zitadell. Warum wurden sie nicht gleich Mitglied des Rates? Die ständigen Mitglieder des Rates haben eine weitreichende Verantwortung. Sie müssen Truppen und Schiffe für die Zitadell-Flotte abstellen. Und sie leisten oftmals wirtschaftliche Hilfe in Krisensituationen. Es wäre nicht fair, solche Anforderungen an ein Volk zu stellen, das dem nicht gewachsen ist. Die Botschaften erlauben es, minderbefähigten Spezies eine Stimme auf Zitadell zu haben. Das ist aber verdammt arrogant. Es tut mir leid, wenn Ihnen meine Formulierungen missfallen haben sollten. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell-Tourismus- und Besucherabteilung ein. Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten.
Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Wow, ich finde einfach, wie viel Macht die Spectres haben, ne? Was können Sie mir über den Zitadellrat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Azari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Zitadellraum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahm man die Turianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität der einzelnen Völker. So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben. Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Ja, danke. Ich wünsche dir das auch. Plot. Wo muss ich denn jetzt hin? Zielort, okay. Reisen wir in die Zitadell-Schnelltransport zu wichtigen Orten, während sie die Zitadell erkunden, werden weitere Orte freigeschaltet, okay. Ja, wir sollten ja hier und hier. Entschuldigung. Ey, das ist so blöd. Shift ist normalerweise in jedem Spiel ist es Sprinten, nur hier nicht. Oh Gott, scheiße. Ich sehe ja schon kommen. Deswegen werden wir verkackt. Schnell speichern, genau. Jetzt soll ich mal schnell speichern. Es ist schon sehr cool gemacht. Hier lang. Ich wollte eigentlich zur Gamarchen. Da ist auch Avina, aber wenn jetzt Avina. Wo ist eigentlich das, wo ich hin will? Muss ja, warte. Wir müssen den Rat bewahren, dass Saren der Spectre-Agenten außer Kontrolle und abtrünnig ist, genau. Wo ist denn der Rat? Der Rat. Ja, hier schätze ich mal, ne? Achso, kann ich damit, muss ja mit dem Ding fahren, dann komme ich zum Rad, ah, keine Ahnung. Wieder momentan sowieso. Nein! Alter! Wieso gibt es 1000 Tasten, um eine Knarre zu ziehen? Fünfmal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Und trotzdem lässt man sie machen, was sie für richtig halten. Wir haben ja keine Wahl. Wenn man versucht. Willkommen! Ich bin Elina. Hi. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn sie ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit ihnen zu treffen. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Was? Oh, ja, danke. Ja. Junge, ist ja wie im Termin am Arzt. Danke. Was? Im Ernst? Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Ja, kein Wunder, dass ich die Möglichkeit habe. Bei 3-4 Monaten? Einen Termin? Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Ja, also vielleicht ein
bisschen angespannt bin ich ja schon von Eden Prime Mission, muss ich sagen. Ich meine, das ganze Rumgeballer, diese Lautstärke, man muss die Waffe währenddessen halten, man muss zielen, man muss anspannen. Aber bin ich schon doch ein bisschen... Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Doch. Exzellent. Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Ja, top, toll. Danke. Wenn ich irgendwie krank wäre, wären das dann auch 3-4 Monate. Kommen Sie im halben Jahr wieder. Wie, ja, Blinddarm durchgebrochen. Okay, ja, ja, wir haben 5 Monate Zeit für Sie. Ist jetzt einfach gar nichts. Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Wow. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung. Und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Mensch, du sollst Politikerin werden. Wie du dich ausdrückst, so, ja, irgendwie... Irgendwie dicksagend. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Mit viel Wartezeit. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Ja, nee, ist klar, natürlich 3-4 Monate Wartezeit ist ja gar kein Problem. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Ja, ja. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Was? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Was? Ja, natürlich, Herrin. Das ging jetzt aber... Also, das ging jetzt aber schnell. Natürlich, so ein... Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Ja, warum ist Quatsch, weil... Okay, danke. Cool. Kunde? Hier, ja, ich will jetzt aber. Ich rede erstmal mit der Konsortin. Ich habe einen Termin, ne? Ich habe auch 3-4 Monate gewartet. Hust. Ja, Leute, wenn ihr im Krieg kämpft und das überlebt, dann dürft ihr auch. Ne? Dann dürft ihr. Vorher nicht. So, Türsteuerung. Hallo, Shaira. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Zitadelle viel über Sie gehört. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Septimus, Alter, das ist ja wie so eine Geschlechtskrankheit. Jetzt haben Sie, ich hab Septimus. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Danke.